Marcells Blog, heute mit einem neuen Cheat für Candy Crush Saga und ich zeige euch in diesem kleinen Video, wie ihr unendlich Leben bekommt in diesem lustigen Smartphone-Spiel, egal ob Android oder iPhone. Und das alles natürlich nach den Hinweisen einer Sache. Spielgrafiken und Bilder wurden neu gestaltet, nachgezeichnet, um Copyright-Verstößen vorzubeugen. Alle hier gezeigten Cheats verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Spielehersteller. Für Prügelstrafen aufgebrachter Freunde kann ich nicht haftbar gemacht werden. Und ja, Cheater sind nicht beliebt. Mich mal ausgenommen. Um den Cheat zu aktivieren oder um zu cheaten vielmehr, wechselt ihr bitte ins Einstellungsmenü eures Handys. Bei Android habe ich das Ganze im Hintergrund mal kurz vorbereitet. So sieht das Ganze aus. Dort scrollt ihr runter bis auf Datum und Uhrzeit und klickt da einmal drauf. Dann geht ein... Ja, wechselt der Screen quasi und jetzt werdet ihr da sehr wahrscheinlich einen Haken drin stehen sehen bei automatisch. Diesen Haken nehmt ihr bitte raus und jetzt könnt ihr das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen. Wie im Hintergrund gerade gezeigt, könnt ihr dann da einmal draufklicken und dann könnt ihr die Uhrzeit verschieben. Und dann sagt ihr nachher noch einstellen. Und das war's schon. Dann habt ihr die Uhrzeit nach vorne geschoben und... Ja, dann solltet ihr wieder Leben haben. Diesen Trick kennen ganz, ganz viele. Das Entscheidende kommt nämlich jetzt. Ihr wechselt wieder zurück ins Spiel. Jetzt seht ihr, ihr habt wieder volle Leben. Und das bedeutet, jetzt dürft ihr auf keinen Fall das Spiel starten. Nein, ihr müsst tatsächlich jetzt wieder da rausgehen, wieder zurückgehen in die Einstellung und dort wieder die Uhrzeit richtig einstellen oder auf automatisch setzen. Wenn ihr jetzt wieder zurück ins Spiel geht, habt ihr immer noch alle Leben und könnt diese verspielen. Diesen Trick könnt ihr immer wieder machen und die Uhrzeit auf eurem Handy stimmt trotzdem. Das ist schön. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, Abo, Kommentar. Ist mir völlig wurscht. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr gerne auch kommentieren. Ich mag Kommentare und ich habe immer noch keinen Hater. Tschö.